Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Tales of the Black Forest. Wie gesagt, am Ende der letzten Folge, wir müssen nur noch hier das mit dem Pfeil untersuchen und vielleicht nochmal das Telefon, das mache ich aber als letztes. Ein ziemlich, angegibtes Notizbuch, ein ziemlich altes Notizbuch, scheint die Verkäufe des Ladens aufzuführen. Okay, der letzte Eintrag stammt vom 14. Oktober 1995 und Matsuyama wurde am 12. tot aufgefunden. Dieses Notizbuch wird dann wohl von der Ehefrau von Matsuyama sein. Wieso? Ich mache mir Sorgen, was die Vogelscheuche, vorhin gesagt hat. Wurde Matsuyama wirklich von den Dorfbewohnern erhängt? In manchen religiösen Gruppierungen geschieht diese Form von Lynchjustiz recht häufig. Außerdem, als Matsuyama getötet wurde, da hat die Vogelscheuche gehört, wie die Dorfbewohner schrien: "Du Bastard, warum hast du uns betrogen?" Gemäß des Hinweises, der versteckt war unter einem der Kissen in der Zugstation oder Bahnhaltestelle, schien Matsuyama Angst davor zu haben, andere wissen zu lassen, dass er ein Mitglied der Shinriten Goku ist. Sag mir nicht, dass Matsuyama ursprünglich an eine Religion im Shikanaki-Dorf glaubte. Und er wurde vielleicht erhängt von den anderen Mitgliedern, weil er sich der Shinriten Goku angeschlossen hatte und teilnahm an der Gasattacke. Ja, das wäre möglich. Religion im Shikanaki-Dorf. Vielleicht ist dieser Eiko-sama... Kihara-chan, du solltest dich darin nicht so sehr verbuddeln. Vielleicht können wir ja in Kuromori... Ich versuche jetzt mal diese ganzen Dinger dahinter wegzulassen. Vielleicht können wir uns ja in Kuromori bezüglich Shikanaki informieren. Ja. Gut, dann probiere ich das hier noch. Ein kaputtes Radio. Okay, na gut. Dann können wir uns ja auf den Weg machen. Kihara-san, bist du bereit? Ja. Gut, dann werde ich erstmal meine Magie verwenden. Ihr beiden, passt auf diesen Ort auf. Oder bewacht diesen Ort. Oh nein. Weiß Tamasaki-sama davon? Natürlich. Tamasaki-sama weiß, dass Ocho-sama vor der Hochzeit fortgerannt ist und er ist so sauer. Wenn wir Ocho-sama nicht finden können, sind wir tote Enten. Sie meinten, hier wäre ein menschlicher Geruch in der Nähe dieses Ortes. Wäre es möglich, dass Menschen Tamasaki-san entführt haben? Zur Hölle, nein. Ich hörte, Tamasaki-sama hat den Befehl bereits erteilt. Wenn irgendjemand herausfinden sollte, dass die Menschen dahinter stecken, dann sollen wir diese Menschen sofort schlachten. Keine Ausnahmen. Selbst wenn Ojo-sama darum bittet, sie zu verschonen. Ist das wirklich notwendig? Du weißt es nicht? Es sind diese menschlichen Bücher, die Ojo-sama korrumpiert haben. Deswegen hasst Tamasaki-sama die Menschen am meisten. Verstehe. Dieses Gebäude haben wir uns noch nicht angesehen. Oje. Hey, was tut ihr beiden da? Boss, wir haben dieses Gebäude noch nicht untersucht. Idioten! Da drin riecht es doch nach Leichen. Warum sollte sich Tamasaki Ojo-sama da drin verstecken? Lauft weiter und sucht woanders. Puh, das war aber sehr viel Glück. Tut mir leid, ich habe es ruiniert. Tamasaki-san, was waren das für Bücher, von denen Sie sprachen? Unser Clan hat noch nie Menschen gemocht, auch nicht deren menschliches Zeugs. Aber ich habe das immer ganz toll gefunden, seitdem ich ein Kind bin. Vor allem Bücher, geschrieben von Menschen. Und daher hat mich mein Vater oft mit mir gemeckert und die anderen Füchse haben mich aufgezogen. In ihren Augen bin ich die Seltsame unter ihnen. Aber es ist mir egal, was sie von mir halten. Ich will in die Menschenwelt gehen und die Menschen besser kennenlernen. Diese Hochzeit wurde arrangiert
um den Interessen meiner Familie zu dienen und ich wurde quasi als Opfer ausgewählt. Also habe ich mich entschlossen, hier rauszukommen und in die Menschenwelt zu flüchten. Tut mir leid, das hätte eigentlich alles meine Privatsache bleiben sollen. Tut mir leid, dass ich dich da mit hineinziehe, Kihara-chan. Ich sollte mich endlich zeigen und diesem Durcheinander ein Ende setzen. Tamasaki-san, die Menschenwelt ist nicht so toll, wie du sie dir vorstellst. Ja, ich bin zu naiv. Aber wenn du die Außenwelt nicht mit eigenen Augen siehst, dann wirst du es dein ganzes Leben lang bereuen. Kihara-san, mein liebster Autor hat einst ein Gedicht geschrieben. Ich laufe durch dornige Büsche voller Kratzer und die Habichte des Todes fliegen über meinem Kopf. Aber ich will weitergehen und will über die hohen Berge wandern. Denn der Blick von dort ist fantastisch. Dieses Gedicht ist von Kobayashi-sensei, das mag ich auch sehr. Da du bis hierher gekommen bist, solltest du nicht zurückkehren. Aber Kihara-san, du bist hier nicht in einer Fantasiewelt. Diese Typen da draußen werden dir wirklich wehtun. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, die Gefahr dort draußen zu umgehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktionieren wird, aber ich möchte es zumindest versuchen. Tamasaki-san, könntest du mir deine Handuhr, ich komme gerade nicht auf den Namen, deine Uhr leihen? Ja. Taschenuhr, oder? Ey, ich komme gerade völlig durcheinander, egal. So, es ist jetzt 5.20 Uhr am Nachmittag, alles bereit. Ich muss diese Uhr tragen, um sicher gehen zu können, dass das hier erfolgreich verläuft. Nun, um es kurz zu fassen, ich kann die Erinnerungen in einem elektrischen Gerät lesen, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das Gerät wird den Ort wechseln, wenn wir zurückkehren in der Zeit. Jetzt, da ich diese Uhr trage, können wir zu der Erinnerung dieser Uhr um 5.20 Uhr zurückkehren, sollten wir in Gefahr geraten. Ah, auf diese Art und Weise kehrt die Person, die die Uhr trägt, zurück in dieses Zimmer zusammen mit der Uhr. Mann, du bist ein Genie, Kihara-chan. Ich verstehe das nicht ganz, aber da du dich entschlossen hast, mir zu helfen, werde ich natürlich mein Bestes geben, dir zu assistieren. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Oh je, Mine. Es ist wirklich streng bewacht. Kihara-san, wir müssen vorsichtig sein, bis wir an der Shikanaki Station sind. Dieser Regen ist zeitlich begrenzt. Ich weiß nicht, ob Timely damit gemeint ist. Wenn wir vorsichtig sind, können wir diesen Füchsen ausweichen. Oder sie meiden. Ja, die schöne Komusume-chan da drüben. Warte. Ich sehe an deinen Augen, dass du dich verlaufen hast. Willst du mich etwa fragen, wonach ich suche? Unter der Wassermelone sind menschliche Knochen versteckt. Oh, dumme Vogelscheuche, du kannst uns keine Angst mehr machen. Füchse können alles in einem Halbkreis sehen. Und sie können ziemlich weit sehen. Du solltest also vermeiden, dich in dem Halbkreis vor ihnen zu zeigen. Das ist autosaved, aber ich save auch nochmal. Weil ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe. Ist das hier zum Beispiel schon zu nah? Ist das hier zu nah? Ja, das ist zu nah. Als hätten wir einen Elektroschock bekommen. Das war knapp, aber scheint, als ob unsere Methode funktioniert. Kihara-san, bitte sei vorsichtig. Aber muss ich dann... Ich lade mal neu, weil... Ja, obwohl... Ach. Ich habe nichts gelesen von unterschiedlichen Enden, fällt mir gerade auf. Ich denke, dass...
Okay, also wir dürfen hier ja dann... Dann können wir da ja nicht lang. Ich kann rennen. Das kann ich durchaus. Oh mein Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Und der auch noch. Okay, also. Nochmal. Was? Okay. Der sieht uns definitiv auch. Kann der uns helfen? Du kannst die Gedanken anderer lesen? Nee, das kann ich nicht. Wow. Das ist der Fuchswald. Die Hochzeitsfeier sollte im Fuchswald stattfinden, hinter einer magischen Barriere im Shikanaki Village. Ach so, ich glaube, nee, die bewegt sich weiter quasi. Naja. Ah, die Brücke, die wir gerade passiert haben, ist das Portal in der Barriere. Ich könnte zwar ein Portal mit meiner Magie öffnen und zurückkehren nach Shikanaki, aber ich habe jetzt zu viel Mana verbraucht und müsste mich etwas ausruhen. Aber der Nebel hier ist schwer. Es ist vermutlich schwieriger, uns hier zu bemerken. Okay, die bewegen sich mehr, aber die können auch nicht so weit sehen. Also am besten schnell machen. So würde ich das hier verstehen. Okay, easy. Wow, da ist das aber sehr gut bewacht. Es ist gefährlich, wenn wir dort direkt hingehen. Schauen wir mal, ob es noch einen anderen Weg gibt. Hier ist auf jeden Fall noch eine Maschine. Wieso ist hier ein Radio? Vielleicht haben die anderen Füchse sie mitgenommen von den Dorfbewohnern, genau. Also, um ehrlich zu sein, ein paar Füchse mögen menschliche Dinge genauso sehr wie ich. Aber mein Vater hasst sie. Deswegen haben sie diese Dinger an Orten wie diesem versteckt. Scheint, als könnte man das Radio noch anmachen. In Wiederholung, das ist Kuromori-cho, die Nighttime News. Und als nächstes Thema... Momentan ist nicht klar, wer der Drahtzieher hinter dem Theatergas-Attentat ist. Und eines der Mitglieder der Theatercrew wurde zu Hause tot aufgefunden, da er Gift zu sich genommen hat. Die Polizei vermutet, dass... Die Feder leuchtet hell. What? Es ist Nacht? Das Radio hat vermutlich die Nachrichten von gestern übermittelt und Nensha hat uns deswegen zurückgebracht. An den gleichen Ort, aber zur Nachtzeit. Wow, diese Funktion ist so praktisch. Okay, aber sei vorsichtig mit den Feuerfüchsen in der Nacht. Die sind gefährlich. Alles klar. Ich sollte aber besser diesen Punkt jetzt wieder als Rückkehrpunkt für Nensha festlegen. Okay, wir haben jetzt Fuchswald-Eingang als den Nensha-Rückkehrpunkt gesetzt. Ach so, wir können natürlich wieder die Lampe verwenden. Das Radio antwortet nicht oder gibt kein Signal von sich. So, hier scheint ja nichts mehr zu sein. Ich nehme an, ich muss einfach nur vermeiden, sie zu berühren. Oh, ah, gar nicht so einfach. Ah. Okay, doch, ist einfach. Ist kein Problem. Oh. Ah, nee, das... Nee. Was? Oh nein, aber... Komme ich denn da rüber? Ja, ja, ja. Ah! Ausgetrickst. Okay. Oh, eine Axt. Eine rostige Axt steckt in diesem Baumstumpf. Wow. Und wieder Nacht. Okay, jetzt scheinen wir in Sicherheit zu sein. Dann werde ich das wieder als neuen Rückkehrpunkt setzen. Sehr praktisch ist das. Kann ich jetzt vielleicht
Aber es hat sich ja nichts daran verändert, dass er so rostig ist. Okay, dann gehe ich einfach hier weiter. Da ist ein schlafender Fuchs. Ich nehme fast an, wir können so an ihm vorbeilaufen, wenn wir nicht unbedingt rennen. Da sind seltsame Zeichen drauf. Scheint kein Japanisch zu sein. Diese Zeichen habe ich noch nie gesehen. Unsere Fuchsklane, die verwenden diese Zeichen. Und was steht da? Das bedeutet mehr oder weniger dumme Menschen, haut ab. Selbst wenn sie protestieren wollen, sie sollten es zumindest in menschlicher Sprache schreiben, damit man das verstehen kann. Oh nein, oh, die Holzbrücke knarzt. Nein! Okay, das ist eine Sackgasse. Tamasaki-san, hast du deine Kräfte wieder erlangt? Erst 2/3 davon. Schließlich verhungere ich schon seit langer Zeit. Ich erinnere mich an ein Schwanenboot, das hier tagsüber immer gehalten hat. Wir könnten also in das Zentrum des Sees gelangen mit dem Boot. Füchse können nicht schwimmen, also werden sie uns wahrscheinlich nicht verfolgen. Okay, dann können wir vielleicht Nensha an der Lampe dort vorne verwenden. Oh, aber der Fuchs, der diesen Ort gerade beschützt, der wird ja während des Tages erwachen und es wäre auf jeden Fall sehr riskant, hierher zurückzukehren während des Tages, ohne etwas zu tun. Könnten wir doch nur diese Brücke zerstören. Die Axt brauchen wir. Und rennen. Dann versuche ich mal, ob wir jetzt die Axt an uns nehmen können. Ja, jetzt hat sie sie. Und dann gehen wir wieder hoch. Und nicht mehr rennen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen müssen, aber... es scheint, dieses Loch wird die Brücke ja noch entzwei reißen. Mal gucken, ob wir mit der Axt die Brücke zerstören können. Die Axt ist kaputt. Natürlich. Ja, das wird sie definitiv aufhalten. Weil Füchse können überhaupt nicht ein Brett weit springen. Die Wache kann jetzt vermutlich nicht mehr herüberkommen. Mhm. Naja. Yes, I'm very sure. Tu mir einen Gefallen und erzähl meinen Eltern, dass ich niemals zurückkehren werde. Hallo? Da kommt man schwer rüber. Oh, wie lustig. Oh, die Feder leuchtet wieder hell. Oh, eine Erinnerung. Oh, wie süß. Eiko-sama, Eiko-sama. Ich will in die Welt, in der die Menschen leben. Und warum willst du in ihre Welt? Menschen sind wirklich interessant. Sie haben, ich kann mich nicht an den Namen erinnern, aber sie sind total interessant. Wenn du in ihre Welt gehen willst, dann musst du zunächst lernen, mit ihnen zu kommunizieren. Was ist kommunizieren? Nun, momentan sprichst du ein bisschen lispelnd und es ist schwierig, in die Welt der Menschen zu passen, wenn man lispelt. Wie gemein. Oh, ich werde mein Bestes geben, um es zu lernen. Abgesehen von der menschlichen Sprache musst du auch vieles über die Menschen lernen. Ihre Etikette, ihr Wissen, ihre Lebensgewohnheiten. Eiko-sama, bitte sag mir, wie lerne ich all das? Nun, die Menschen lieben es, Dinge aufzunehmen und sie anderen weiterzureichen. Sie schreiben es in eine Sache, die man Bücher nennt. Wenn du sie sehen willst, dann kann ich dir ein paar dieser Bücher von Menschen geschrieben geben. Wirklich? Oh, danke, Eiko-sama. Oh, jetzt ist sie schon älter. Eiko-sama,
Ich habe viel über die menschliche Sprache gelernt. Kann ich jetzt in die Menschenwelt gehen? Kannst du mir denn sagen, warum du in ihre Welt gehen willst? Ich habe etwas gelernt, das man Freiheit nennt. In ihren Büchern kommt das vor und dieser Sache möchte ich nachgehen. Bist du denn momentan nicht frei? Naja, mein Vater lässt eigentlich nicht zu, dass ich Dinge über die Menschen lerne. Und meine Mutter meinte, sie würden mich an einen Yokai vermählen. Von einem, der aus einem anderen Ort kommt, wenn ich älter bin. Und die anderen Füchse, die nennen mich heimlich eine merkwürdige Tussi. Und ziehen mich damit auf, weil ich menschliche Dinge mag. Also, Eiko-sama, ich möchte hier weg und ich will diese Freiheit finden. Nun, momentan fahren wir mit einem Boot auf dem See. Fühlst du dich denn nicht sorglos? Ja. Du bist sorglos, während du hier so über den See fährst. Und du könntest an jeden Ort reisen, den du dir vorstellen kannst. Aber was, wenn ich das Boot verschwinden lasse? Ah, das Boot! Unter normalen Umständen würdest du nun ins Wasser fallen und die Strömung würde dich mitreißen. Es gibt Regeln, um in der menschlichen Gesellschaft zu überleben, sowie Fische und Garnelen im Wasser und Füchse an diesem Ort. Um in der Menschenwelt zu leben, brauchst du Geld, Fähigkeiten und Macht. Du brauchst eine Menge dieser Dinge und die hast du nicht. Selbst wenn du die alle hättest, es ist nicht einfach, in der Menschenwelt zu leben. Soweit ich weiß, durchmacht die Menschenwelt gerade eine große Katastrophe durch, genannt Wirtschaftskrise. Millionen von Menschen verhungern und haben keinen Ort, an dem sie bleiben könnten. Einige haben sogar Selbstmord begangen. Und trotz allem willst du immer noch in die Menschenwelt und jene Freiheit verfolgen? Ich... Schätzchen, du kannst wieder zu mir kommen, wenn du es dir überlegt hast. Ich weiß nicht, ob ich ihn so dolle mag. Ich finde, sie weiß ziemlich genau, was sie will und sie will nun mal selbst entscheiden können. Eiko-sama, schau mal. Ich habe eine Lizenz von den Menschen. Mit dieser Lizenz könnte ich Lehrerin werden. Dann habe ich ein stabiles Einkommen. Ich habe mich auch mit vielen Menschen angefreundet. Eiko-sama, warum lächelst du? Jahrzehntelang habe ich versucht, dir etwas, ja, Umsichtigkeit einzureden, aber du hast deine Idee einfach nie aufgegeben, in die Menschenwelt zu gehen. Warum beharrst du so darauf? Eiko-sama, ich dachte einst, dass ich von hier fort will, weil ich neugierig bin und rebellisch. Und als ich mehr von der Menschenwelt erfuhr, da wurde mir klar, dass sie gar nicht so wunderschön ist. Ich muss Geld verdienen, um zu überleben. Ich muss Zeit opfern und mich zwingen, Fremde anzulächeln. Jedenfalls, ich muss eine Menge Nonsens befolgen. Aber schließlich habe ich verstanden, der Preis für Freiheit ist nicht die Freiheit zu besitzen. Was? Ach so, der Preis der Freiheit ist, Freiheit nicht zu besitzen. Und das Ziel ist, Oh Mann, Moment. Und das Ziel dabei, nicht frei zu sein, ist frei zu sein, hä? Ach so, okay. Ja, weil wir als Menschen so frei sind, aber gleichzeitig nie frei sind, weil die Gesellschaft uns ja in ein enges Korsett quasi zwingt, aus dem wir nicht rauskommen. Wir sind also augenscheinlich frei, aber irgendwie ja doch nicht. Das meint sie gerade. Ja, und die Menschen leben seit tausenden von Jahren in dieser Welt. Ich möchte den Grund kennenlernen und ich möchte die Menschen besser verstehen. Nun habe ich es endlich verstanden, Eiko-sama. Was ich will, ist nicht das Resultat der Jagd nach Freiheit, sondern den Prozess. Der Prozess, mein eigenes Schicksal zu bestimmen. Nun, du brauchst mich scheinbar nicht mehr, um dich zu führen. Danke, Eiko-sama. Um ehrlich zu sein,
Ich weiß, du hast nie vorgehabt, mich davon abzuhalten, von diesem Ort wegzugehen. Dank deiner Führung weiß ich nun, was ich wirklich will. Okay, also war das alles so Absicht, wie er es gemacht hat? Da du bei den Menschen eine Lehrerin werden willst, verwandle das, was du hier gelernt hast, in Wissen und erleuchte neue Leben. Ja, Eiko-sama, ich werde dich nicht enttäuschen. Eiko-sama, ich kehre zurück, um dich zu besuchen, wann immer ich frei bin. Tamasaki, du musst einfach nur fortschreiten und deinem eigenen Schicksal folgen. Denke nicht an mich. Außerdem, ich werde meine eigene Reise beginnen. Eiko-sama, wohin gehst du denn? An einen weit entfernten Ort. Wirst du denn zurückkehren? Ja. Verglichen mit meinem langen Leben ist das nur eine kurze Reise. Tamasaki-san! Tamasaki-san! Tamasaki-san, geht es dir gut? Wir sind nun... Ich weiß nicht, was geschehen ist. Ich bin kurz nachdem ich Nensha aktiviert habe, in Ohnmacht gefallen. Und als ich erwachte, da waren wir hier im Schwanenboot. Das ist Kare-Sansui. Kare-Sansui? Das ist Eiko-samas Garten. Warum sind wir hier? Und wo wir gerade davon sprechen, das Boot scheint an irgendetwas festzuhängen. Es ist ein elektrisches Boot. Ich werde Nensha nochmal starten. Okay. Upsi. Das ist Shikanaki Station. Um exakt zu sein, ist es das Dach der Station. Warum sind wir denn hier gelandet? Das ist deine Frage, du Närrin. Dieses Dach scheint nicht wirklich sehr, sehr stabil zu sein. Oh, oh. Ups. Puh, zum Glück ist das Dach nicht so hoch. Aber wir haben ein Riesenloch in den Boden gemacht. Ach, diese Station wird früher oder später sowieso verlassen sein. Keiner wird uns Vorwürfe machen. Kihara-san, es sind noch mindestens 10 Minuten, bis der Zug ankommt. Ruh dich etwas aus. Mhm. Ach, wir waren das, die das Loch gemacht haben quasi. Wie geil, das ist cool. Übrigens, du gehst doch nach Kudomori, richtig? Ich habe ein kleines, was? Dwelling? In Kudomori und ich benutze es momentan nicht. Wenn du erschöpft bist, kannst du dich dort ausruhen. Wahrscheinlich halt einen kleinen Unterschlupf. Das befindet sich im Apartment neben dem Basketballplatz. Hier ist der Schlüssel. Danke, Tamasaki-san. Das ist wirklich cool. Bevor ich gehe, kannst du mich gerne alles fragen, was dich interessiert über Kudomori. Ich werde mein Bestes geben, es zu beantworten. Mhm. Jetzt freue ich mich wirklich für sie, dass sie es schafft abzuhauen. Ich hoffe, es klappt auch und es kommt nicht noch irgendwas dazwischen. Ich werde jetzt aber speichern, meine Lieben. Die Folge ist ja schon recht lang geworden. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Tales of the Black Forest wieder und reden dann nochmal mit... Wie heißen Kihara? Jetzt habe ich ernsthaft vergessen, wie sie heißt. Also die Füchsin. Naja, ist ja auch egal. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.